Gundala. Ich bin einer der wenigen Österreicher im Kunst-Uni-Studiengang. Studiengang Interface Cultures, falls wer es genau wissen will. Wir stehen unten im Erdgeschoss vom Brucknerhaus aus, haben so circa 11, 12 Ausstellungsstücke, die von sozialkritisch bis hin zu etwas lustiger und etwas amüsanter, wie zum Beispiel Kuhmusik, über Performance, es ist im Prinzip alles dabei. Mein Lieblingsstück ist das Haus von meinen Studienkollegen Fabrizio, Johann und Mascha. Das ist eigentlich nur eine simple Holzhütte im Miniaturformat. Ah, das ist die Hütte, von der du gesprochen hast. Okay. Die mysteriöse. Ja. Und wie man sieht, man sieht nicht wirklich irgendwas. Es ist einfach nur eine Schachtel. Genau, es ist nur eine Schachtel und es geht halt darum, dass man. Man kann sie streicheln, okay. Aber es wird nichts bringen, aber man kann klopfen. Und hört dann eben den Mann im Inneren zurückklopfen. Kann auch Klopfsignale machen. Okay. Und man kann nirgends irgendwie reinschauen. Oder? Nein, es ist komplett hermetisch abgeriegelt. Und also ich finde es gerade einfach, weil es so mysteriös ist, finde ich es eine nette Idee. Unser Studiengang heißt Interface Cultures. Wir sind im Prinzip, unser Studiengang ist situiert im Hauptplatz, direkt inmitten von Linz. Und ja, Job Description ist für mich etwas schwieriger zu beantworten, die Frage. Ja, grundsätzlich ist es mein Kunststudiengang. Machen wir es umgekehrt. Der Titel unserer heutigen Ausstellung oder dieser derzeitigen Ausstellung ist Unuselessness. Das ist praktisch das Sinnvolle im Sinnlosen und das Sinnlose im Sinnvollen finden. Und der Martin Kaltenbrunner hat das recht schön, glaube ich, gesagt, wie er gesagt hat, okay, Kunst muss nicht unbedingt einen Zweck haben, sondern Kunst kann einfach nur weil es lustig ist oder nur weil es sozialkritisch sein will, kann sie auch existieren. Das Ziel von unserem Studiengang ist eigentlich der, dass man Leute mit verschiedenen Methoden vertraut macht, wie sie ihre eigenen Projekte umsetzen können. Und was ganz wichtig ist, unser Studiengang, oder was meiner Meinung nach ganz wichtig ist, unser Studiengang ist sehr international und sehr klein familiär. Wir sind pro Jahr ungefähr 12, 13 Studenten. Wobei davon ungefähr zwei, also in meinem Jahrgang war es so, dass wir zu zweit aus Österreich waren, zwei Deutsche und der Rest ist aus aller Herren Länder gekommen. Genauso wie es eine große geografische Spanne gibt bei den Studenten und bei den Lehrenden, gibt es genauso die Altersspanne, ist sehr, sehr, sehr breit. Also von wirklich Festangestellten. Wir haben eine festangestellte Tierärztin bei uns, die was genauso studiert, weil es ihr eben Spaß macht, bis hin zu Jugendlichen sozusagen, die was im Prinzip frisch vom Bachelorstudium kommen und einfach das machen, weil es ihnen nicht taugt und die noch nicht einmal Berufserfahrung haben, weil sie halt ihr Leben lang nur studiert haben.